Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Kingdom Hearts 1. Wir sind wieder in Hollow Bestien. Und wartet mal. Da wir so die Möglichkeit haben, ja unter Wasser zu kommen. Ich brauche eine andere. Und zwar möchte ich die mal haben. Damit komme ich auch nur unter Wasser. Aber nicht auf die andere Seite. Okay, dann lasse ich halt die Truhe, ist mir doch Schnurz. Obwohl vielleicht da hätten da Martina drin sein können, ne? Komm mal an. Anti-Z-Gummi. Na gut. Nehme ich in Kauf. Immerhin wissen wir jetzt, was da drin ist. Und können hier weiter hoch. Da war ich lieber bis runterkommen. Ei hab. Die weiß. Alter. Alter, da mal richtig zu stehen, ne? Feuergummi. Okay. Meh. Geht doch. Ja, vor allem ist das den ganzen Weg wieder nach oben latschen, ne? Nur um da zum Schlüsselloch zu kommen. Na, immerhin ist alles offen. Hey! Du bist genau. Wisst ihr was, ihr könnt mich mal einfach bei ihr Herz losen. Ich meine, ist ja klar.
Also die sind ja stärker geworden. Ich weiß das nicht. Aua! Warum mussten die denn stärker werden? Los geht's! Ja klar. Oh, schon wieder. Ja, klar, jetzt bin ich hier ganz ordentlich. Dankeschön. Oh, ich hasse diese Welt. Goofy muss nicht sein. Ich meine, du bist hier nur am Rumrennen. Fliegst du runter, darfst du den ganzen Weg nochmal latschen. Das ist doch beschissen. Von hast du einen Raum von den Herzlosen befreit. Zack, sind sie wieder da. Alter, nee, das fasse ich jetzt nicht. Ey, das ist doch behindert, ist das. Vor allem, du musst sie erst besiegen, damit du überhaupt den Scheiß nutzen kannst. Ey, das ist doch bescheiß. Richtig beschiss ist das. Ja, auch mit Feuer zu spucken. Ey, das ist zum Kotzen, ist das. Das ist richtig zum Kotzen. Hau. Ab da weg. Okay, auf ein neues. Wir haben's ja, ne? Sehr schön. Wow. Yeah.
Geht doch! Alter, warum denn immer erst so kompliziert? Das ist... Ey, nee, ne? Nee! Au! Hallo, willst du vielleicht mal drehen? Ich habe lediglich Angst, hier runterzufallen. Und du kannst die Kamera hier nicht richtig drehen. So, Magie kann ich nicht einsetzen, na klasse. Okay, dann fliegst du halt runter. Oder auch nicht. Nein! Oh nein, ich fass es nicht! So was Behindertes. Nicht drauf geachtet, dass er den Scheiß da hinsetzt. Oh Mann! Er sieht doch diese Feuerreale, die nicht lecker. Jetzt darfst du wieder in den Weg laufen. Tauchen jetzt hier wieder welche auf, ne? Ich schon wieder. Ey, nein! Danke, Donald. Mann, seid ihr nervig und penetrant.
Dinge. Elixier. Alter. Genau deswegen hasse ich den Scheiß, weil du hier so runterfliegen kannst. Geil, jetzt bin ich wieder hier. Jetzt darf ich wieder darüber. Jetzt kommen hier gleich wieder ein paar Gegner. Die muss ich dann wieder besiegen, dann darf ich weiter. Also die sind auch so flink, ne? Aber wenigstens kann ich ihn nicht runterfliegen. Das ist immerhin das Gute daran. Das Gute daran ist das Gute da drin. Verdammte Werbung. Ah gut, jetzt sind wir gleich drüben. Das heißt, dann wieder da durch, da oben hin und dann wieder rum und oh. Na ja gut, größtenteils kann ich ja die Gegner hier komplett ignorieren. Weil ich ja einfach auch nur gerne jetzt einen Speicherpunkt hätte. Das stimmt ja, wir mussten ja den da nutzen. Den nutzen, um hier hinzukommen und. Oh. Nein, Glück sind hier keine Gegner. Und dann lass mich kurz gucken. Es ist noch alles so wie beim letzten Mal. Gib mir gewaltig auf den Senkel. Alter, wie stark ihr auch geworden seid, ne? Nein, vergiss es, vergiss es. Diesen Nerv tue ich mir jetzt nicht an. Voll mit diesem Teil. Aua! Von hinten angreifen ist fies, ja? Ah, gut, damit. Ah, was soll ich?
nenne mich jetzt einfach hier speichern. Wir haben auf dich gewartet, Meister des Schlüsselschwerts. Wo ist Anzim? Er ist weg. Als der Schlüssel noch erschien, strömte die Dunkelheit aus ihm heraus. Sie verschlang Anzim und fort war er. Obwohl Anzim weg ist, nimmt die Flut der Dunkelheit kein Ende. Wir versuchen gemeinsam, sie zurückzudrängen. Ich werde seinen Gesichtsausdruck nie vergessen, als ihn die Dunkelheit verschlang, lächelte er. Achso. So, mal bitte beeil dich. Die Dunkelheit vergießt sich aus dem Schlüsselloch. Mehr können wir nicht tun, um die Dunkelheit aufzuhalten. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten können. Okay, ich bin unterwegs. Wir zählen auf dich, Meister des Schlüsselschwerts. In der Zwischenzeit werden auch wir tun, was wir können. Mehr verlange ich auch gar nicht. Mehr verlange ich auch nicht. Allerdings, Leute, werden wir erst in der nächsten Folge weiter da durchgehen und zum Schlüsselloch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dann allerdings. Macht es mal gut und haut rein. Ciao.